Adapter? Wie? Ich bin zu klein, oder? Adapter? 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 Willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video. Ja, und ihr seht es schon. Was habe ich hier denn Feines? Das ist der neue Energy Kick. Man könnte ihn Energy Kick 2 nennen, aber so heißt er nicht, weil es ist der einzige. Es ist die Neuauflage des erfolgreichen mobilen Ladegeräts aus Österreich und den will ich euch heute mal zeigen. Genau darum geht's. Also, lasst uns einfach mal reingucken, wie es hier so aussieht beim Energy Kick, oder? Hervorragend, ich freue mich. So, als erstes einmal ich bin weg. Egal. Aber ihr seht mich ja hier. Was haben wir denn hier? Adapter. 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 Bedienungsanleitung. Ja, und dann haben wir hier den Energy Kick und Herrschaftszeiten. Ja, Mensch, das geht ja gar nicht. Ich kann so nicht arbeiten, Kinder. Ich kann so nicht arbeiten. Wie soll man denn hier rankommen? Mal alles hier beiseite packen, hier Mann. Und so, und weil wir hier das hier auch da irgendwie auspacken. So, und hier das hier auch da irgendwie so durch und Adapter, Adapter. So. Oh. Ich hab's geschafft. Hier ist er. Guckt's euch an, das ist der neue Energy Kick. Und ja, was hat sich verändert? Zuerst einmal, er sieht deutlich schmaler aus, schlanker. Man könnte denken, er ist auf Diät gesetzt worden. Ja, also, das Ganze ist nicht mehr dieses klobige Plastik in einem eher unfreundlichen Grau, nein. Elfenbeinweiß möchte ich es mal nennen und hier an der Seite seht ihr diese Gummiperforierung, also das Gummi, das lässt sich gut anfassen. Ja, am einen Ende habt ihr dann den ganz normalen Typ 2 Stecker, den hier mit einer Schutzkappe gegen Schmutz. Damit könnt ihr eigentlich 98% aller Elektroautos im deutschen und europäischen Markt laden. Es gibt noch so ein vereinzelten paar Typ 1 Lader. Da gibt es einen Adapter für, da funktioniert das auch. So, so sieht das andere Ende aus. Und hier kommen jetzt die Adapter ins Spiel. Adapter. Der große Vorteil vom Energy Kick ist nämlich das. Und last but not least, das. Ja, ihr merkt es schon. Also, im Gegensatz zu normalen Wallboxen, die fest installiert zu Hause sind, an einer Wand in eurer Garage, wo auch immer, bietet euch der Energy Kick maximale Freiheit. Das heißt, es gibt tatsächlich noch einen weiteren Adapter. Das ist dann im Prinzip das Gegenstück zu einer Typ-2-Ladesäule, wie sie meistens im Ort beim Bürgermeister stehen oder so. Die gibt es auch noch als separaten Adapter erhältlich. Dann braucht ihr nicht mal mehr ein separates Ladekabel, sondern könnt gleich den Energy Kick im Auto lassen. Übrigens keine Angst vor Diebstahl. Er verriegelt und gibt ihn erst wieder frei, wenn ihr die Ladung beendet habt. Gut, was aber das Ganze hier so schön kompakt macht, das sind diese Adapter. Also wir haben hier zum Beispiel ein CEE 16. CEE 16, 16 Ampere,
maximal 11 kW möglich. So sieht das Ganze aus. Ihr seht hier in der Mitte ist so ein Pin. Da, der. Den kann man reindrücken. Das sieht man gar nicht. Ich drücke ihn gerade rein, wirklich. Ich drücke ihn ehrlich rein. Ja, egal. Der soll auf jeden Fall verhindern, dass wenn man einfach unter Last den Stecker aus der CEE-Dose rauszieht und 16 Ampere, 11 kW, da ist ordentlich Bums drauf, dass es einen Lichtbogen gibt, der zum Beispiel auch die Kontakte verschmoren lassen könnte. Energy Kick, die legen sehr, sehr viel Wert auf Sicherheit. Das ist zum Beispiel nicht mehr möglich. Apropos nicht mehr möglich und Sicherheit. Ja, das Ganze betrifft ganz besonders den Schuko-Stecker. Beide Pins thermoüberwacht. Das heißt, sollten die zu warm werden, weil ihr an einem Haus aus den Mitte der 50ern unbedingt euer Elektroauto laden wollt, dann müsst ihr jetzt nicht mehr Angst haben, dass euch da irgendwas wegschmilzt an der Hauselektronik oder an der Steckdose. Nein, da schaltet der Energy Kick vorher ab, weil eben die Pins hier thermobewacht sind. Das sind übrigens auch die Pins, die hier Strom führen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier dreiphasig mit 32 Ampere laden möchtet, das kann zum Beispiel eine Zoe, die lädt dann mit 22 kW, auch der e-tron und der Taycan zum Beispiel optional bieten 22 kW an, dann kann da schon ordentlich Dampf drauf liegen und da sind auch die Pins komplett temperaturüberwacht. Das heißt, sollte der Strom zu groß werden, schaltet der Energy Kick entweder ab oder reguliert die Leistung erstmal runter. Apropos Leistungsregulierung, gerade ein guter Hinweis meinerseits. Ich gebe nur gute Hinweise. Hier gibt es jetzt keinen Drehschalter mehr, wie er vorher war beim Energy Kick. Nein, hier habt ihr jetzt ein Touchfeld. Das heißt, ihr könnt stufenlos hier, solange es die Stromquelle zulässt, das heißt, würde ich ihn jetzt nur an die Steckdose anschließen, dann würde er irgendwo hier unten sein, 6 Ampere vielleicht überhaupt, würde ich ihn an eine CEE16 anschließen, dann wäre er hier oben bei 16 Ampere, CEE32, 32 Ampere und das Ganze gilt übrigens auch für diese blauen hier, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr Camper seid, auch in 16 Ampere und 32 Ampere, das sind diese sogenannten Campingstecker. Und über die könnt ihr tatsächlich auch auf dem Campingplatz dann euer Elektroauto laden. Also genial. Wie gesagt, es fehlt gerade der Adapter zum Anschließen direkt an eine Ladesäule. Den könnt ihr optional bei Energy Kick bestellen. Oder aber auch natürlich im Nick E-Shop, die mir die ganze Chose hier zur Verfügung gestellt haben. Also besten Dank an Stefan Kopanik und Team, an den Nick E-Shop. Grüße nach Österreich an dieser Stelle. So viel erstmal dazu. So, kommen wir denn nun mal zu den Dingen, die so einen Energy Kick ausmachen. Und das ist natürlich das ganze Thema Laden und Überspannungsschutz und was es da nicht alles gibt. Also, zuerst einmal, der Energy Kick hat hier oben im Kopf eine Statusanzeige, das sieht man jetzt gar nicht. Da ist eine blaue LED, die, sobald ein Stecker angeschlossen wird, auch Bereitschaft zeigt, beziehungsweise wenn er lädt, dann leuchtet diese Anzeige. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Die Temperaturüberwachung, die habe ich bereits erwähnt und die habt ihr bei einem Campingstecker, bei einem CE-Stecker oder eben auch hier beim Schuko-Stecker. Schuko-Stecker, da ist er wieder. Da ist er, kennt ihr. Und was es noch so ist, er hat in diesem Aufsatz eine Erkennung. Das heißt, wenn ich ihn jetzt hier montiere, zack, weiß er automatisch, ich habe jetzt gerade den blauen CEE32, den blauen Camping 32 angeschlossen. Das hat nun den Vorteil, dass er genau weiß, ja, an was für einem System hänge ich denn jetzt dran. Gar nicht schlecht, ne? Und er hat auch eine Abzieherkennung. Das heißt, die Abzieherkennung, das ist das, was ich euch versucht habe, eben zu zeigen, mit diesem Pin da drin. Kann man das sehen? Da ist ein Pin in der Mitte. So, und den könnt ihr reindrücken und wie gesagt, das ist das Gleiche. Der wird nämlich reingedrückt, wenn ihr den verriegelt habt. Sobald ihr da jemand dran zieht,
kommt der raus, unterbricht sofort die Stromzufuhr und hört auf zu laden. Es entsteht kein Lichtbogen, also das auch sicher. Und was hier natürlich auch richtig clever gelöst ist, das Ganze hat auch einen Verpolungsschutz. Das heißt, jetzt gerade diese roten CE-Dosen, die eigentlich in jeder Werkstatt auch hängen, an jedem Bauernhof und so weiter, die können mitunter auch mal falsch angeschlossen worden sein, weil im Prinzip kriegt er die Bauteile überall in jedem Baumarkt. Und er hat einen Verpolungsschutz. Das heißt, mit diesem Verpolungsschutz würde der Energy Kick das erkennen und würde gar nicht erst laden, weil er sagt, hey, irgendwas stimmt da nicht. So, also Steckererkennung, PIN-Überwachung per Temperatur, Verpolungsschutz, ja, und diese minimalen Steckereinheiten, die dann dazu führen, dass ihr das Ganze eben anschließen könnt. All das zur Sicherheit des Energy Kicks und für eure Sicherheit natürlich. Ja, und wenn ihr jetzt glaubt, das war's schon zum Thema Sicherheit, dann habt ihr euch getäuscht, denn der ganze Energy Kick, der bietet noch so einige weitere Features. Jeweils länderspezifisch gelten zum Beispiel verschiedene Regularien, was Strommengen angehen, die aus irgendwelchen Steckdosen kommen und so weiter. Das erkennt der Energy Kick übrigens automatisch, sodass ihr niemals Gefahr lauft, wenn ihr in anderen Ländern laden wollt, dass ihr dort irgendwie die Hauselektronik beschädigt oder eben, dass hier irgendeine Sicherung rausfliegt. Keine Angst, das passiert nicht. Der Gute weiß genau, wie es geht. Des Weiteren habt ihr zum Beispiel in Ländern ohne Erdung, also zum Beispiel Norwegen, die Möglichkeit, auch dort zu laden. In der App wird euch dann angezeigt, also der Warnhinweis gegeben, und dann könnt ihr diesen Warnhinweis ignorieren und dann könnt ihr dort trotzdem laden. Das heißt, auch für Länder wie Norwegen einfach den Energy Kick in den Frunk, in den Kofferraum, weil 4 Kilo kriegt ihr so rein. Und schon seid ihr auf der sicheren Seite. Apropos sichere Seite, Norwegen hat ja auch durchaus mal ein bisschen Schnee. Und wenn dann so ein Energy Kick dort im Schnee liegt oder im Regen oder was weiß ich, das Ding ist IP67 wasserfest. Das Ding kann tatsächlich unter Wasser getaucht werden und ist trotzdem dann nicht defekt. Das ist schon mal sehr geil, aber er ist sogar stoß- und schlagfest designt worden nach der Vorgabe IK10. Auch das ist eine Norm. Und das wiederum heißt, ja, ihr könnt über das Ding auch noch rüberfahren, wenn ihr wollt. Warum auch immer irgendjemand über seinen Ladestecker rüberfährt, beziehungsweise über sein portables Ladegerät. Ist egal, ihr könnt es machen und wenn es euch glücklich macht, fahrt rüber. Ich werde es nie verstehen. Ja, so viel erstmal zu den sicherheitsrelevanten Features, die das hat. Übrigens, minus 40 plus 70 Grad, das ist so die Arbeitsbedingung, die ihr dem Energy Kick bieten solltet. Alles, was darunter ist und alles, was darüber ist, wird kritisch, aber ich glaube, da wird es auch für euch kritisch. Insofern, der macht eigentlich alles mit, oder? Geil, wa? Geil. Okay, kommen wir doch mal zu den interessanten Sachen. Eigentlich ist doch alles interessant, was ich erzähle, oder? Der Energy Kick, den gibt es mit 3 Kabellängen, 5 Meter, 7,5 Meter und 10 Meter. Damit solltet ihr eigentlich überall die Möglichkeit haben, damit laden zu können. 10 Meter ist schon mal recht viel. Der Energy Kick wurde übrigens aber auch für zu Hause entwickelt. Das heißt tatsächlich mit einer optional erhältlichen Wandhalterung als mounted System ist diese ganze Einheit hier komplett förderfähig. Der so gar nicht so niedrige Preis wird insofern tatsächlich bis 900 Euro gefördert und dann für die Installation noch einmal on top bezahlt ihr dann nur noch 300 plus etwas. Also Preisempfehlung liegt hier zwischen, je nach Adapter-Set, 1.000 bis 1.200 Euro, die ihr dafür ausgeben könnt, aber ist in meinen Augen jeden Cent wert. Wenn ihr ihn zu Hause benutzt, dann könnt ihr diese ganze Einheit in euer WLAN mit integrieren. Das heißt, ihr kommt über die Energy Cloud dann auch jederzeit an euren Energy Kick ran. Ihr könnt die Ladung von der App aus dann starten, unterbrechen und
stufenlos das einstellen, was hier nur in groben Stufen geht. Also hier stehen ja 32, 24, 16, 13, 10, 8 und 6 Ampere. Das könnt ihr über die App dann stufenlos regeln, was ziemlich cool ist. Einphasig, zweiphasig, dreiphasig, das erkennt er ja selber. Einphasig, eine Ioniq, erste Generation, zweite Generation. Zweiphasig, der E-Golf zum Beispiel, dreiphasig, ID3, Tesla Model 3 und so weiter. Das wird natürlich alles erkannt und ihr seht dann genau auch, gibt es zum Beispiel irgendwelche Lastunterschiede und so weiter, sind, was sich zum Beispiel auf einer Phase zu wenig Strom erkennt, der Regel drunter. Alles safe, alles sicher. Definitiv. Ja, 22 kW ist das Maximum, das habe ich euch auch schon gesagt. Wie gesagt, die Integration ins WLAN, Bluetooth natürlich, sobald ihr das Gerät hier anschließt, es mit Strom versorgt ist, könnt ihr eure App dafür nutzen, um ihn zu installieren, einzurichten und so weiter. Das geht echt ratzifatzi. Und last but not least, und das ist ein Feature, das habe ich echt gefeiert, optional könnt ihr das ganze Gerät mit einer SIM ausstatten. Das heißt, egal wo ihr seid, im tiefsten Norwegen, und da ist wirklich nichts außer Netz, weil das können die Jungs da, könnt ihr tatsächlich euren Energy Kick dann anschließen. Der verbindet sich dort mit dem Mobilfunknetz und dann seid ihr irgendwo mitten auf dem Fjord und könnt sagen, so, Auto laden bitte jetzt, weil wenn ich mit meinen Fischen nach Hause komme, möchte ich wieder in mein Auto einsteigen und wo auch immer hinfahren mit dem Fisch. Genial, oder? Ist das genial? Ich finde das genial. So viel dazu. Also jede Menge optionale Sachen, die der Energy Kick bietet, die andere nicht bieten. Und deswegen eigentlich für mich hier den Energy Kick zur eierlegenden Wollmilchsau machen. Gerade, wie gesagt, mit dem Adapter auch für die Typ 2 Ladestation, der optional erhältlich ist, könnt ihr eigentlich euer Ladekabel im Keller lassen. Packt euch nur noch den Energy Kick in die Karre und dann ab dafür. Mehr braucht kein Mensch mehr. Ein besonderes Schmankerl, das gibt es jetzt aber zum Schluss. Und zwar ist der Energy Kick ohne großartigen Hardware-Upgrade in der Lage, photovoltaikgeführtes Laden zu unterstützen mit Phasenumschaltung. Das hört sich gut an, oder? Was ist damit gemeint? Ja, ihr könnt den Energy Kick in euer PV-Netzwerk integrieren. Alles, was ihr dazu braucht, ist eigentlich nur der Wechselrichter, der eben mit dem System zusammenarbeitet. Das sind SMAs zum Beispiel, mit dem Sunny Home Manager arbeitet zusammen. Fronius wird zukünftig unterstützt werden. Solar Edge und Costal können auch eingebunden werden. Also da habt ihr schon ein bisschen Freiheit, was das angeht. Und dann könnt ihr den Strom vom Dach direkt in euer Auto laden und das finde ich zum einen ziemlich, ziemlich genial und auf der anderen Seite ist es auch noch richtig sicher, denn was der Energy Kick hat, was viele fest installierte Wallboxen zum Beispiel auch nicht haben, das ist bereits ein integrierter Fehlerschutzschalter, dieser Fehlerstromschutzschalter, FI Typ B zum Beispiel, den benötigt ihr nämlich gar nicht mehr, sondern den hat der hier schon integriert. Spart nochmal eben zwischen 100 bis 150 Euro Teilekosten ohne Verbau und ist durchaus ein Argument, warum man sich nicht vielleicht überlegen sollte, einfach nur eine CEE32 Dose bzw. CE16 Dose zu setzen und dann den Energy Kick über die Förderung tatsächlich fest zu installieren und in euer Heimnetzwerk zu integrieren. Also alles in allem, der kann was, würde ich sagen. Der kann richtig was. Und weil ich jetzt hier nicht irgendwelche Werbung mache für ein durchaus geniales Ladegerät, ohne dass ihr auch was davon habt, denn wozu bin ich denn Infolancer? Oder Infolancer? Ist das scheißegal. Mit dem Code SCHWUNGVOLL30, den blende ich gleich mal ein hier unten, SCHWUNGVOLL30, bekommt ihr im Nick E-Shop, Nick übrigens, und nicht Nice oder so, sondern Nick E-Shop, kommt nämlich von Nikola, bekommt ihr 30 Euro Rabatt auf eure nächste Bestellung.
Das muss kein Energy Kick 2 sein, den würde ich euch zwar empfehlen, aber es muss es nicht sein. Nein, also mit dem Code SCHWUNGVOLL30, 30 Euro Rabatt im Nick E-Shop. Grüße nach Österreich und vielen Dank für das zur Verfügung stellen von diesem genialen Gerät. Ja, und wenn euch das Video jetzt und der kleine Test hier gefallen hat, dann lasst doch gern Daumen hoch da und abonniert den Kanal, denn das ist garantiert kostenlos und niemals umsonst. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder hier, wenn es wieder heißt, schwungvoll testet, schwungvoll macht. Bis denn. Ciao.